Das sind meine neuen Wanderschuhe, und zwar Barfuß-Wanderschuhe. Wenn du wissen willst, was die können und ob das auch etwas für dich ist, ja, dann bleib dran. Hallo, willkommen, da ist der Heini Osten vom Survival Shop über Linzkunst. Schön, dass du dabei bist. Vivo Barefoot, so heißen diese Schuhe, Tracker. Das sind Wanderschuhe, das sind, ja, Barfußschuhe und Wanderschuhe in einem. Und wenn du dir die anschaust, dann siehst du, dass das ein richtiger Lederstiefel ist, Vollleder, ja, auch schön verklebt, alles schön vernäht, wasserabweisend. Also so, wenn man jetzt mal so aufs Erste hinschaut, ist das ein ganz normaler Trekkingstiefel. Kein Bergstiefel, sondern ein Trekkingstiefel. Kommen wir dann gleich dazu. Aber der hat halt eine andere Sohle, ja, eine absolut andere Sohle, okay. Und der ist auch sehr breit geschnitten, damit sich dein Fuß so richtig schön ausbreiten kann. Also da sind jetzt die Zehen nicht so zusammengequetscht, ja, oder in so einer Stellung, sondern so, wie beim Barfußgehen eben. Und das ist ein toller Aspekt, wenn dir das wichtig ist. Wie könnte dir das überhaupt wichtig sein? Ja, was ist da eigentlich der Punkt dabei? Also ich zum Beispiel habe ja schon ein Video dazu gemacht, wo ich meine Glocks, Crocs oder wie die heißen, hergezeigt habe, weil ich andauernd barfuß gehe. Ich war früher kein Barfußgeher. Aber mein Fersensporn, den ich jetzt eigentlich gar nicht mehr spüre, ganz, ganz selten, der hat mich dazu gezwungen. Also ich war es gab die Möglichkeit, den zertrümmern zu lassen. Das tut weh, ich mag das nicht, ja. Oder ganz einfach etwas dagegen zu tun, und zwar barfuß zu gehen, die Fußmuskulatur anzupassen. Und das habe ich gemacht. Und dazu habe ich die Crocs, damit ich immer wieder mal herumgehen kann. Nämlich auch im Winter, wo es kalt ist. Und wirklich im Winter, wo es kalt ist. Ich meine das wirklich ernst. Die Leute schauen mich hier an und glauben, ich habe einen Vollknall. Und den habe ich wahrscheinlich auch. Aber das habe ich nicht für wen anderen gemacht, sondern nur für mich. Und auch wenn es wirklich saukalt war, und da kommt jetzt dieser Schuh hier ins Spiel. Was ich da in Händen halte, du siehst schon das Silberne durchglitzern sozusagen, das ist eine Thermo, eine, wie heißt das, ja, ist ja wurscht, ja, Isolationsschicht ganz einfach. Das kommt hier in den Schuh rein oder ist auch standardmäßig so. Ich habe es rausgeben müssen, weil es im Sommer, ich habe den jetzt ein paar Wochen im Test, weil so, wenn man so ins Schwitzen anfängt, nämlich wenn man dieses Teil hier drinnen hat, ja, und dann ist das eingelegt und das ist eine Thermalsohle. Und wenn du einen Barfußschuh kennst, dann weißt du, okay, es ist halt schon ein bisschen kühl, der hier nicht. Natürlich ist das jetzt nichts dazu da, um da jetzt bei minus 15 Grad herumzustehen. Es ist kein Stehschuh, sondern ein Wanderschuh, aber dann eine tolle Sache. Und das vereinigt dieses Teil hier. Und das finde ich ganz einfach wirklich, 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 wirklich gut, 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 gut. Er ist wasserabweisend. Wir haben auch Tests gemacht. Also ich zum Beispiel war jetzt vor 2 Tagen damit Schwammerl suchen. Und ja, da bin ich natürlich absichtlich in jeden kleinen Graben reingestiegen, wo noch ein bisschen Feuchtigkeit zu finden war. Und das macht dem Teil überhaupt nichts. Das ist halt der Lederschuh, den haben wir eingelassen, so eingefettet sozusagen, damit er mal schön voll gesaugt ist. Also das war am Anfang wirklich ganz, 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 ganz viel, was man da raufgeben muss. Aber es ist kein Wasser reingekommen. Dass das kein Gummistiefel ist, das dürfte jedem klar sein. Dadurch hat er aber auch eine gewisse Atmungsaktivität. Und genau das ist eben der Punkt. Aber wenn du einen Gummistiefel brauchst, den ich übrigens auch habe, dann ist das nichts. Wofür ist das gemacht? Schau dir mal die Sohle an. Schau dir mal das Profil an. Immer dann, wenn ich auf einem Weg marschiere, auf einem Waldweg marschiere, ist das okay. Wenn ich jetzt hier ins Gelände gehe, und auch das habe ich schon gemacht, und es ist feucht, auf einer Wiese zum Beispiel, ja, dann kann das bei starker Steigung schon zu rutschig sein. Wirklich jetzt. Ernsthaft, jetzt wirst du denken, das kann nicht sein. Doch, es ist so. Das ist kein Geländeschuh, wo ich jetzt herummarschiere. Vielleicht ist das was für Kletterer, das kann sein, aber da bin ich nicht der richtige Ansprechpartner dafür. Aber die sind dann wahrscheinlich abgesichert und so. Ne? Und auch, also so richtig, also da bin ich nicht da bin ich kein Experte dafür. Nur was ich da sagen kann ist, das ist nicht dafür gedacht, um Bergsteigen zu gehen. Das nicht. Aber zum Wandern auf einem Weg oder auch Offroad sozusagen, weg vom Weg, in der Ebene oder wo es nur leichte Hügel gibt, eine tolle Sache. Überhaupt kein Problem. Nur, du musst halt wissen, was du wo einsetzt. Auch im Geröllfeld. Also zum Beispiel, ich habe hier teilweise Hänge, die wirklich sehr steil sind. Und da gibt die Erde nach. Da ist das nicht die richtige, das ist nicht das Richtige dafür. Also nicht das harte, straffe Gelände, sondern ein liebes, nettes, cooles Gelände, wo du wahrscheinlich eh hingehen willst. Ebene Fläche.
eine super Sache. Du siehst, ich habe mich schon an das Teil gewohnt und ich werde das in den Langzeittest nehmen. Ich werde das in den Langzeittest nehmen und bin gespannt, was ich nach einem Jahr sagen werde. Ich werde mich in einem Jahr, also 2020, werde ich mich wieder damit melden. Noch eine Sache, weil das auch immer wieder gefragt wird, das sind 44er hier von der Größe her. Und ich habe normalerweise 43er. Das heißt, es sind eine Nummer größer und das absichtlich, weil du einfach viel Platz da drinnen hast, viel Raum, in dem du bewegen kannst. Und durch das Zusammenschnüren hier an dieser Stelle hängt im Endeffekt der Stiefel an deinem Knöchel, da hängt er drauf, ja, und pendelt dann im Endeffekt. Und nur wenn du aufsteigst, ja, und du steigst natürlich mit vorne mit den Zehen auf, nicht Fersengänger, bumm, sondern du steigst dann mit den Zehen auf, ja, und kannst das auch. Du spürst viel mehr den Untergrund, das ist das Nächste. Also wenn ich jetzt zum Beispiel meine Hikes, die ich auch im Test habe, ja, als Beispiel, wenn mir die jetzt gleich einfallen, ja, oder Bundesheerschuhe oder was auch immer, dann spürst du da im Endeffekt nichts, du hast ein Brett. Blaff, blaff, blaff. Das hat seine Vorteile, besonders im Geröllfeld zum Beispiel, ja, oder in anderen Bereichen, wo ich haben auch sehr viel mehr Profil, ja, dementsprechende Stollen drauf, da hat das seine Vorteile, ganz klar. Wenn ich aber in der Ebene gehe, dann spüre ich nichts, mache ich nur blöp, blöp, blöp. Das ist hier nicht der Fall, weil durch diese Bewegung, die hier entsteht, die Sohle, die hier flexibler ist, ja, spürst du auch den Untergrund. Und das hat natürlich, wenn du auf diese Barfußwelle stehst oder auch der Meinung bist, dass das die natürlichere Fortbewegung ist, denn unsere Vorfahren, die haben keine Bretter auf den Füßen gehabt. Ja. Die haben sich anderwertig helfen müssen, natürlich auch isolationstechnisch anderwertig helfen müssen. Aber wenn du diese Art der Fortbewegung mal ausprobieren willst, dann ist das ja eine Empfehlung von mir. Also ich finde diesen Schuh absolut toll. Das war's jetzt. So. Ich selber kann den leider nicht verkaufen. Ich würde das gerne tun, aber nein, das machen wir natürlich nicht. Du kriegst den natürlich bei Vivo Barefoot, ja. Gib da unten den Link, dort kannst du das Teil natürlich auch kaufen. Ich sehe ganz klar, ein Produkt, das in England entwickelt wurde. Und ich weiß nicht, ich glaube, in Vietnam wird das zusammengebaut, so wie bei vielen anderen Qualitätsherstellern auch, in Vietnam zusammengebaut und qualitätsgecheckt. Schau dir das ganz einfach an. Daumen nach oben oder nach unten, ganz wie du magst. Und ich mag dir mal einen Kommentar bitten. Hast du Barfußschuhe? Welche Barfußschuhe hast du? Kennst du diese Top-Marke im Endeffekt? Ich meine, wenn du im Barfuß-Segment unterwegs bist, wirst du sie ganz einfach kennen. Aber wie auch immer, schreib mir unten einen Kommentar, was du davon hältst. Oder sagst du, Barfuß, man, das ist wieder so was Alternatives, was sowieso noch, das braucht ja keiner. Schreib einfach deine Meinung, das würde mich interessieren. Aber wenn du das erste Mal hier bist, ein paar andere Videos zum Anschauen. Hat mich gefreut, dass du dabei warst. Dein René Osmann. Bis bald.